Ja, dann mache ich mal die Sanduhr wieder als letzte. Shit. Ich probiere es jetzt mal. Linie. Das ist wirklich nicht einfach. Dreieck. Sanduhr. Und dann habe ich das Dreieck genommen. Dann wieder die Linie. Dann den Spalt. Dann den Stern. Dann den Kreis, weil das war ja richtig vorher. Dann wieder die Quadrate, die beiden. Das hat gestimmt. Dann, ja, das letzte lässt mich ein bisschen verzweifeln. Dann das Dreieck. Und dann die Sanduhr. Nee, stimmt wieder nicht. Ach so, ja, weil wir den Punkt vergessen haben. Wir haben überhaupt... Was habe ich denn da aufgeschrieben? Punkt. Nehme ich den Punkt doch. So, nochmal. Strich. Dreieck. Dann hatten wir das. Dann die Linie. Dann den Spalt. Dann den Stern. Dann den Kreis. Dann die beiden Quadrate. Dann den Punkt. Dann das Dreieck. Dann den Spalt. Dann den Kreis. Und dann die Sanduhr. So. Dann stimmen hier die letzten. Eins, zwei, drei. Die letzten drei sind richtig. Dann das vier, das Dreieck, das letzte stimmt nicht. Beziehungsweise das Dreieck. Das hier ist das Problem, ne? Man muss irgendwie rückwärts denken, also... Dann mache ich statt der vierten Linie, die ich reingeworfen habe, ich habe da eine Linie reingeworfen, dann mache ich dann doch, wie vorher, ein Dreieck rein. Ich
muss mir das alles aufzeichnen, weil ansonsten drehe ich ein bisschen ab. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Der also 3, 4. Wo war der Strich? Also den haben wir jetzt getauscht mit dem Dreieck. Und nehmen dann den Strich. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann der Spalt, das stimmt, das Dreieck stimmt auch. Quadrat stimmt auch, der Spalt stimmt auch, der Stern stimmt auch, das Quadrat stimmt auch, Kreis stimmt auch, stimmt auch, und die letzten beiden stimmen nicht. Da hatte ich den Kreis, Spalt, die Linie, den Kreis, das Dreieck, der Kreis, der hat gestimmt. Was nicht stimmt, ist immer diese letzte. Und mir fehlt noch ja wieder die Sanduhr, aber die war ja als letzte immer falsch. Kreis, Sanduhr, weil das Dreieck haben wir ersetzt, ja genau. Mit der Linie, die wir dann auch gleich nebenan hin haben, dann fehlt nur noch die Sanduhr. So, hier ich das mal. Also Linie, also ich probiere es jetzt noch einmal und dann lasse ich es. Linie, Dreieck, Sanduhr. So, und jetzt haben wir statt der Linie das Dreieck und dann die Linie genommen. Dann den Spalt, weil die scheinen richtig zu sein. Stern, Kreis. Dann zweimal wieder das Quadrat. Das scheint eben richtig gewesen zu sein. Eben weil die sich ja hier durch diese Kurven hier verstellen. Dann Kreis. Dann Dreieck. Dann Spalt. Dann Kreis. Und dann eben die Sanduhr. So, jetzt stimmen die letzten. Jetzt stimmen die letzten.
Das ist gleich, das ist gleich, das ist gleich, das ist gleich, das ist auch 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 gleich. Ja, warum denn? Weil wir den Punkt vergessen haben. Den Punkt. Und zwar 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6. Den Punkt hatte ich anfangs richtig, deswegen schaue ich mir gerade meine Dingens an, wo ich den eingesetzt hatte. Anstatt mir hier da wieder alles neu zu checken. Das war der 1, 2, 3, 4, 5. Also hier mal hoffen. So, jetzt nochmal Linie. Dreieck. Sanduhr, Dreieck, Linie, Spalt. Bin mir eben nicht sicher, ob ich hier den Ding zeige. Spalt, dann Stern, dann Kreis, dann zweimal das Quadrat und dann der Punkt. Dreieck, Spalt, Kreis und Sanduhr. Boah, wir haben's. Boah, wir haben es, hey. War unglaublich. Also das war jetzt wirklich sehr schwierig. Andere mögen das vielleicht in 5 Sekunden schaffen, aber da hatte ich jetzt wirklich meine Schwierigkeiten, weil ich das nicht nachvollziehen konnte, wie diese Kugeln da fallen. Ich habe da mehr oder weniger, das heißt mehr oder weniger, ja, zum Teil habe ich auch, glaube ich, zufällig diese Steine ausgewählt oder halt einfach nur vermutet, aber jetzt sicher war ich mir die ganze Zeit nie bei dieser Übung, aber das ist jetzt das Endergebnis. Ich habe es mir aufgeschrieben, wie man diese Steine wirft. So, jetzt nehme ich mir mal das Blatt, weil das haben wir. Boah, ey. Aber mehr Informationen bekommt man auch nicht, ne? Ich dachte, wenn wir diese Übung machen, bekommen wir mehr Informationen zu diesen hier. Yeah.
Und hier war ja dieser... Ah ja, das, wo wir nichts verstanden haben. Das sind auch wieder diese Zahlen, ne? Aber zu denen haben wir überhaupt noch keinen Hinweis. Außer wir haben jetzt wieder irgendetwas bekommen. Ne, haben wir nicht. Und hier haben wir den Fuß, den wir draußen haben, den man hier einschalten kann, ne? Jetzt gehe ich mal zurück zum Fuß. Weil wir müssen eben diese Reihenfolge herausfinden. Ich habe sie mir zwar aufgeschrieben, aber anscheinend ist die falsch. Deswegen gehe ich nochmal zurück zum Fuß. Hier ist er. Und der ist jetzt auch grün, ne? Jetzt schauen, ob man den anklicken kann. Bisher hat er nie was gemacht. Ah doch. 5. Okay. Ja, das schreibe ich wieder mit. Jetzt nehme ich wieder das kleine Post-it. Nimmt weniger Platz ein. So, also 5. Pfeil. 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 Dann wieder die 5. Dann Pfeil nach unten. Okay, das war's. Mal schauen, ob das passt. Mal gucken, ob jetzt was passiert, aber eigentlich müsste was passieren, weil jetzt wissen wir die Reihenfolge. Also, da haben wir die 5. Dann den Pfeil nach links. Dann den Pfeil nach rechts. Dann den Pfeil nach rechts. Dann wieder die 5. Und dann den Pfeil nach unten. Ja, jetzt geht was. Juhu! Ah, wie geil, ne? Bin ich froh, dass ich das mit den Steinen doch hinbekommen habe. Schauen, ob das... Hier bekommt man übrigens, wenn man den mehrmals anklickt, bekommt man eine Errungenschaft bei Steam. Und jetzt schauen wir mal, was da auf uns wartet. Ui, also. Das hat jetzt natürlich mit dem Zimmer nebenan zu tun. Gut, dann gehen wir mal rüber, weil so... Jetzt erscheint mir wieder dieser Pfeil nicht. Das ist ein Bug. Also das ist wirklich ein Fehler in diesem Spiel. Das habe ich öfter. Deswegen habe ich ja anfangs auch gar nicht verstanden, was ich in diesem Raum machen muss, weil es mir den Pfeil einfach nicht eingeblendet hatte. So. Also was das hier war es, ne? Muss ich nur schauen, kann man die anklicken? Ah, okay. Okay. Ich probiere jetzt einfach mal die Reihenfolge aus. Dann Dreieck rechts mit Strich oben. Dann Dreieck
Dreieck rechts mit Strich links. Dreieck rechts oben mit Strich links. Passiert aber nichts, ne? Habe ich vermutet. Dann würde ich sagen, 1, muss ich das wieder aufzeichnen. Aufgrund der Distanz, ne? Ne, Moment. Nee, also zu diese müsste die erste sein. Dann die zweite, die dritte und die vierte. Ne? Die überlappen sich, diese Zeichen. Also so verstehe ich das jetzt mal. So. Weiter der Kreis. Dritte der Stern. Und vierte das Quadrat. Wobei hinter dem Quadrat... Ah Mist, das muss nicht stimmen, aber ich probiere es jetzt mal. Probieren wir das mal aus. Also das stimmt, das müsste auch stimmen laut meiner Überlegung. Dann das und dann Dreieck rechts unten mit Linie nach oben, ja, naja, stimmt nicht. Stimmt nicht. So. Ja, aber hier ist der Kreis hinter dem Quadrat, ne? Lasst mich überlegen. Stern, Quadrat, Dreieck, Kreis. Stern. Quadrat, Dreieck, Stern, Quadrat, Dreieck, Kreis. Nehmen wir das mal. Und das steht da auch nicht, ne?
da liege ich auch, da bin ich auf dem Holzweg. Ich bin da auf dem Holzweg. Mist, hey. Nee, also hinterm Kreis ist auch der Stern und da ist der Stern. Nee, also der ist auch immer verdeckt. Sind alle permanent verdeckt. Deswegen war meine Überlegung nicht unbedingt die richtige. Gehe ich hier mal raus und schaue mir den Raum an. Irgendwelche Hinweise gibt. Ja, die zwei kleinen. Gehe ich mal ganz zurück. Mal schauen, was das überhaupt für Zahlen sind, ne? Da hätten wir die 8. Also bei meiner ersten Kombination die 2, die 3 und die 5. 2, 3, 5. 2, 3 und 5. 7, 8, 9, ne. So, wir müssen vielleicht einfach nur die Reihenfolge wählen. 2, 3, 5 und 8. Probieren wir mal.
5. Acht, nee, ist es auch nicht. Probiere ich mal zuerst das. Zuerst das. Dann den Kreis. Dann das Quadrat. Und dann das Dreieck als Pfeilspitze. So. Ups. Das. Das. Das und das passt auch nicht, ne?